Hallo, liebe Freunde, zu einer weiteren Promi-Geflüster-Ausgabe, zu einer ESC-Ausgabe. Ihr wisst ja, jetzt hier so kurz vorm ESC, Deutschland sucht sozusagen den Song für Malmö, zum großen Finale. Davor stellen wir gerne die Kandidaten vor, die Interpreten, Interpretinnen, die beim Deutschlandfinale dabei sind, und heute einen weiteren Kandidaten. Er kommt aus Hamburg, und dazu sage ich erstmal Moin. Moin. 99, so nennt er sich. 99. So ist es auf jeden Fall. Jetzt haben wir. Genau. Das liegt an meiner Körpergröße. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie steht's? Ich freue mich sehr auf jeden Fall. Du bist ein Ticken versetzt, aber ich höre dich auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Das ist gut, sehr schön. Also, 99, dein Titel, alles geht über die Liebe mit schmalem Portemonnaie, so ist es beschrieben. Mhm. Also, Love on a Budget. Genau so ist es auf jeden Fall. Richtig. Also, keine Glitzerwelt, lieber ein bisschen runterfahren sozusagen, oder was ist die Botschaft dahinter? Genau, also die Botschaft des Songs ist eigentlich so plump gesagt, irgendwie lieber Schmetterling im Bauch als Dollarzeichen in den Augen. Es geht halt wirklich um die große Liebe mit ganz, ganz wenig Geld, dass man vor allem halt heutzutage, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo vor allem auf Social Media echt der Fokus sehr auf Konsumieren liegt und irgendwie schöne, glitzernde, teure Dinge, und dagegen geht so ein bisschen mein Song, und ich glaube, das spricht auch für mich als Person, dass es halt um Dinge geht, die nichts kosten, dass es eigentlich auch die schönsten Dinge im Leben sind. Und dadurch habe ich diesen Song geschrieben. Und ich kann es kaum erwarten, den am 16. Februar, das ist ja ganz schön bald schon, zu performen. Und bin sehr gespannt, wie die Nation das so wahrnimmt. Ja, wunderbar. Also, man sieht es ja immer an Weihnachten, da macht man immer sich Geschenke, die vielleicht teuer sind und die man eigentlich gar nicht braucht, lieber dann mal wieder ein bisschen runterfahren und auch kleine Geschenke weitergeben, ne? So auf die Art. Kann man auch so interpretieren. Ja, Geschenke sind echt was Schönes, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja, also Geschenke sind echt was Schönes. Es geht wirklich eigentlich nur bei dem Song darum, irgendwie so, dass man einfach, dass einige Dinge einfach irgendwie, das zum Beispiel ein Beispiel ist, irgendwie, man muss ja nicht immer mit einem Privatjet nach Dubai fliegen, man kann auch mal mit einem alten, klapprigen Wohnmobil mal eine billige Flasche Wein am Elbstrand trinken bei uns in Hamburg. Das ist auch schön, auf jeden Fall. Darum geht es so ein bisschen. Genau. Also Abbey Road Studio, die Tasse, die hat es gerade gezeigt. Warst du da schon mal? Ich war tatsächlich, ja, ich bin öfter da in London. Halt sie nochmal in die Kamera, halt sie nochmal hoch. Ich kann sie sogar neben den, warte hier. Genau, nee, das war jetzt, genau, da hinten kommt es, genau, richtig, so. Richtig. Die Beatles. Ist es nämlich, das ist Abbey Road. Das ist ein bisschen lustig, wenn ich nach da gehe, gehe ich nach da, aber egal. genau, ich bin tatsächlich als, ich arbeite als Songwriter seit mehreren Jahren für das Label BMG, heißen die. Ja. Und dafür bin ich ein paar Mal nach London gefahren, um da auch mit Künstlern und anderen Songwritern zu schreiben und zu arbeiten. Und genau so kommt das, dass ich öfter mal in London bin und war, habe da ein paar Freunde, und da habe ich dann diese Tasse mitgenommen, und seitdem ist das mein morgendlicher Kaffee. Und da kommen dann die ganzen vielen Ideen raus, dann, ne? Aus der Tasse. So manchmal, sozusagen. Auf jeden Fall. Manchmal. Das inspiriert auf jeden Fall. Ja. Ja, okay, der Titel, wie gesagt, er ist sehr poppig angehaucht, und ich denke mal, der wird schon ganz gut ankommen, hoffe ich doch. Also mir gefällt er schon mal ganz gut. Das freut mich, vielen, vielen Dank. Es ist halt so ein bisschen so eine Mischung aus Pop und Rock, irgendwie so, was mir halt auch, du siehst ja so ein bisschen die Platten, die hier hinter mir sind. Ich komme halt eher so von dem, das ist tatsächlich das geplünderte Plattenregal meines Vaters. So aus den 70s, 60s, der guten alten Classic-Rock-Musik. Und genau, ich habe so ein bisschen versucht, und generell versuche ich in meiner Musik halt, weil ich liebe Popmusik der heutigen Zeit und halt die Rockmusik der damaligen Zeit, dass man das so ein bisschen zusammenbringt. Und ich fand das bei dem Song ganz schön gelungen eigentlich. Und genau. Wenn ich gerade so deine Plattencover da hinten anschaue, weiß gar nicht. Ist da jemand dabei, der auch schon mal beim ESC mitgewirkt hat? Glaube jetzt nicht wirklich. Die hatten es alle gar nicht wirklich nötig irgendwie, oder? das ist lustig, weil die auch alle meistens aus Amerika kommen tatsächlich. Und
Ich glaube, die paar Briten, die wir hier sehen, wie zum Beispiel die Stones und die Beatles neben mir, die waren, glaube ich, in den 60s. War das nicht so das Ziel, zum ESC zu gehen, auf jeden Fall. Aber ich habe irgendwo eine Platte von ABBA auf jeden Fall. Und Okay, die war die wird noch natürlich dabei, aufgehangen. genau, richtig. Wer ABBA nicht kennt, ne, hat die Welt verpennt, oder wie heißt's? Ja, So ist es. das waren das dann so deine ersten Berührungen zum ESC oder grundsätzlich, wann hattest du da so deinen Gefallen dran gefunden? Das war tatsächlich 2010, als viele Fans wahrscheinlich wissen, die Lena gewonnen hat. Und was ich so faszinierend fand, ist, dass ich halt mit meiner Mutter, meiner Oma und meinem Bruder vor der Glotze saß irgendwie und wir uns alle irgendwie darauf einigen konnten, dass sie das tatsächlich unfassbar gut gemacht haben, schon in der Vorauswahl, irgendwie in der damaligen, das deutsche Finale der damaligen Zeit in den 2010ern. Ich glaube, es hieß Unser Song für Oslo. Unser Star für Oslo hieß es, genau. Und da hat sie halt einfach gewonnen. Und ich finde es so schön, dass sich da einfach alle Generationen, irgendwie, wie gesagt, da vom Fernsehen sich auf eine Sache einigen können. Und sich auf einen Song einigen können, der es damals echt gerissen hat. Das war natürlich der absolute Wahnsinn, das mitzusehen, wie die Lena da irgendwie das Ding nach Hause geholt hat. Und seitdem ist das so ein kleiner Traum von mir geworden, so viele Menschen auf einmal zu erreichen und vor allem zu begeistern mit der Musik, was man mit der Musik dann schaffen kann. Wunderbar. Tja, dann natürlich müssen wir mal den Namen doch auch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. 99. Jetzt kommt ein kleines Zahlen-Quiz sozusagen. 99, was hat es da damit auf sich? Genau, das wollte ich anfangs noch gleich erklären, weil das ist immer die erste Frage, die viele stellen. Es ist so, dass ich ja 1,99 groß bin tatsächlich und 1999 geboren bin. Und genau, das brachte mich zu diesem Künstlernamen. Mein echter Name ist Daniel. Und tatsächlich, obwohl ich aus einer Musikerfamilie komme, habe ich wohl den öftesten Statistennamen Deutschlands. Ich heiße Daniel Leon Schmidt. Und da dachte ich mir, davon gibt es zu viele. Ich brauche irgendwas Originelleres. Und deswegen habe mich diese Zahl mein Leben lang schon verfolgt irgendwie. Und genau, ist auch ein toller Song von Prince, wer den kennt, 1999. Und genau, so ist dieser Name Nein, entstanden. 99, also die 99 Luftballons, die gab es auch mal noch. Die gab es auch noch auf jeden Fall. Ist, glaube ich, einer der einzigen deutschen Songs, die es nicht auf die 1 geschafft, aber auf die 2 auf jeden Fall in Amerika. Das ist auch ein großer Traum von mir. Also vielleicht muss ich mir da auch noch was einfallen lassen zu. Warum denn nicht? Also du, ich meine, du hast ja noch alles vor dir. Jetzt wird es dann erst losgehen ab Februar dann, ne? So ist es. Bin auch noch jung auf jeden Fall. Genau, also und die 1,99 sagst du, mit Basketball hätte es, glaube ich, auch gute Chancen. Das ist eine schöne, traurige Frage tatsächlich, weil es ist so, dass ich Sport über alles liebe und vor allem den Basketball auch liebe. Und mir aber leider bei allen Sportarten, Fußball sowie Basketball und American Football, mir tatsächlich so immer alle 2 Jahre was breche und beim Basketball jetzt sowohl 2020 als auch 2022 mir da links den Sprunggelenk gebrochen hat und rechts die ganzen Bänder durchgerissen habe. Deswegen leider muss ich die Basketballkarriere und Fußballerkarriere alles an den Nagel hängen und damit ich mich voll und ganz gesund auf die Musik fokussieren kann. Und deswegen wird das mit der Basketballkarriere leider nichts mehr auf jeden Fall. Na gut, aber dafür geht jetzt die Musikkarriere steil nach oben, Voll, und das macht auch hundertprozentig. viel mehr Spaß, auf jeden Ja, Fall. ja, ja. Definitiv. Genau. Wie ging es jetzt grundsätzlich los, musikmäßig? Wir haben es gerade vorhin schon noch mal kurz erwähnt gehabt, also schon von Kindesbeinen an, ne? Und auch ein bisschen auf den Straßen unterwegs gewesen, oder? Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich komme aus einer puren Musikerfamilie, muss man sagen. Also beide meine Eltern sind Berufsmusiker. Und das war ein Paradies, da in diesem Elternhaus groß zu werden, weil irgendwie da war Keller voller, also ein Bandkeller voller Musikinstrumente, auf denen man sich austoben konnte. Und das habe ich auch gemacht. Irgendwie seitdem ich 4 bin ungefähr, haue ich eigentlich jeden Tag auf entweder einem Schlagzeug, Gitarre, Klavier, all solchen Sachen rum und fing dann irgendwann an, Songs zu schreiben. Und genau, zu meiner Teenie-Zeit fing ich dann an, Straßenmusik zu machen und habe das Ganze immer mehr ernst genommen, weil ich einfach auch den Kontakt zu den Menschen sehr geliebt habe. Genau, und so kam es dann dazu, dass ich irgendwann mit 17 Jahren entdeckt wurde von dem Produzenten von Udo Lindenberg, Henrik Menzel heißt er. Und das war gerade kurz vor meinem Abitur tatsächlich. Und er meinte dann, kommen wir
nimm dich jetzt mal mit ins Studio und zeig dir mal alles. Und wenn du Bock hast, arbeiten wir zusammen. Und ich bringe dir das Musikproduzieren bei, das Songschreiben bei und führe dich in dieses Musikbusiness. Und das war ein Riesenglück, dass ich dass ich diesen Menschen kennengelernt habe. Jetzt sind wir seit über 6 Jahren Partner und er ist mein Produzent und Geschäftspartner. Genau, und arbeiten zusammen. Ich bin bei BMG gesigned als Songwriter und genau, das ist so das, was ich jeden Tag eigentlich tue und das macht großen Spaß und ja, ich bin jetzt sehr froh, dass ich seit einem Jahr auch tatsächlich erst dann meine eigene Musik rausgebracht habe, weil der Name 99, also 99 hat auch was damit auf sich, dass ich tatsächlich über 99 Songs geschrieben habe, bevor ich einen ersten rausgebracht habe. Okay. Und vielleicht erinnerst du dich noch mit 19, 18, da ging das halt los bei mir. Ist man tierisch ungeduldig und ich glaube, es war die beste Entscheidung, dass man erstmal wartet, bis man weiß, wie man sich präsentieren möchte, was für Musik man machen möchte und dass man erstmal im Studio als Produzent und Songwriter seine Hausaufgaben macht, bevor es auf die ganz große Bühne geht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass dieser Moment jetzt gekommen ist und kann es wirklich kaum erwarten. Ja, nee, also da einiges schon hingelegt, auf alle Fälle. Tolle Sache. Dann schauen wir Dankeschön. mal, wie die ganze Sache sich da jetzt weiterentwickelt. Wie wirst du auf der Bühne stehen oder beziehungsweise wie stehst du sonst auf der Bühne? Hast du Musiker im Hintergrund oder Tänzer werden jetzt dann wohl nicht so ganz dazu passen? Wie schaut's aus? Genau, das ist, die Tänzer wird es wahrscheinlich nicht geben, auf jeden Fall. Das kann ich sogar sehr sicher sagen, dass es sie nicht geben wird, weil ich bin, ich möchte von dem Look her mich tatsächlich hier, alles, was hinter mir gerade hängt, so ein bisschen da einreihen. Das heißt, ich werde gerne mit einer Band auftreten, das ist der Plan. Und das Schöne ist, ich werde tatsächlich mit meinem Bruder, der in die klassische Musik gegangen ist, der studiert Cello seit sehr vielen Jahren, gerade seinen Bachelor bekommen und ist unfassbar talentiert und übt jeden Tag 10 Stunden fleißig an seinem Instrument, während ich halt irgendwie im Studio eigene Musik mache. Und es ist so schön, dass unsere Wege halt unterschiedlich in der Musik kaum können konnten, aber jetzt halt wieder zusammenfinden, weil wir hatten mal eine Kinderzimmerband und die hat sich dann irgendwann aufgelöst im Teenageralter. Und jetzt haben wir tatsächlich, habe ich ihn zurückgewinnen dürfen auf diese ESC-Bühne. Und er wird am 16. Februar Schlagzeug spielen. Okay. Und genau, und alle, die den Vorentscheid hoffentlich gucken wollen. In dem Einspieler gibt es auch ein paar Kindheitsvideos, wo wir zusammen halt irgendwie über die Geschichte erzählt wird, vom Kinderzimmer auf diese ESC-Bühne. Und das ist für mich so ein persönliches, emotionales Highlight auf jeden Fall. Ja, nee, also das klingt sehr gut. Und dann kann man da wirklich auch dir die Daumen drücken. Das mache ich bei allen Kandidaten, die Daumen drücken. Ansonsten sind wir auch eher neutral gehalten, ne? Das muss man natürlich hier auch sein. Na klar. Und dann hoffen wir, dass der Beste natürlich weiterkommt. Jetzt auch an dich Dankeschön. kurz die Frage. Die Titel stehen ja alle fest. Man kann ja schon mal reinhören überall. Jetzt, wenn du deinen mal aussparst sozusagen, welches ist so dein Favorit von den anderen Teilnehmern? Hast du schon Also ich mal muss generell reingehört? sagen, ich finde, ja, auf jeden Fall. Also ich durfte in, es gab so eine kleine Social Media Challenge, die wird auch demnächst bei Eurovision.de rauskommen, wo alle Künstler auf die anderen Songs reagieren. Das fand ich ganz, bisschen fies, aber auch sehr lustig. Und ich bin eigentlich immer, wenn es ums Musikalische geht, eigentlich sehr ehrlich. Und ich muss wirklich ehrlich sagen, dass ich echt von allen Songs, vor allem in der Unterschiedlichkeit, sehr begeistert bin. So, also ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Auswahl. Wenn ich jetzt persönlich einen Favorite mitnehmen müsste, ich finde die Leona ziemlich stark, weil ich mag den Indie Pop Vibe sehr. So, das ist halt sehr, wie sage ich das? Also, es ist einfach, es klingt sehr modern, so ein bisschen Lizzie McAlpine heißt die eine oder Billie Eilish mäßig. Es gefällt meinem persönlichen Geschmack sehr. Ich denke tatsächlich, der stärkste Song ist von Isaac. Das sehe ich so. Und genau, dass Max Mutzke mitmacht, ist auch extrem lustig auf jeden Fall. Also das sind so die so meine drei Favorites. Okay, schauen wir mal, wie es ausgeht. Genau. Ja, Keiner weiß es. keiner weiß es ganz genau. Am So 16. ist es. Februar, wie gesagt, da wissen wir dann mehr am Ende des Tages. So ist es. Und wie gehst du jetzt die Zeit vorm großen Auftritt dann jetzt an? Du unternimmst sehr viel oder ziehst dich hier nochmal zurück oder wie geht man drauf zu, auf den
eigentlichen Termin jetzt? Ja, auf jeden Fall. Es ist eine gute Frage, weil ich habe mich das selber auch immer gefragt, wie das wohl sein wird, sollte ich jetzt in diese Show kommen, was ja dann echt sehr positiv gelaufen ist, weil damals wurde ich von einer befreundeten Produzentin gefragt, ob ich denn mir das vorstellen könnte, da mitzumachen. Und dann, wie das halt immer so ist, bewerben sich fast 700 Leute und dann geht man so Schritt für Schritt, halt irgendwie kommt man eine Runde weiter. Und ich mag dieses Schritt für Schritt denken, irgendwie so, dass man halt, das ist wie eingangs erwähnt, mit dem Sport, was mir sehr liegt und was ich sehr geliebt habe und immer noch tue. Ich finde, es ist ein bisschen vergleichbar, dass man halt wirklich, man hat ein Event, was deinen kompletten Fokus braucht. Und es geht eigentlich jeden Tag Step by Step dafür hin. Das heißt nicht, dass man sich kaputt macht irgendwie und stundenlang irgendwie im Proberaum sitzt und das Ding übt, weil irgendwie das Ding ist 3 Minuten. Man muss, glaube ich, eher einfach mental fit sein dafür. Deswegen, was ich machen werde, ist einfach genauso weiter. Ich werde jeden Tag arbeiten, jeden Tag ins Studio gehen. Was ich tatsächlich, wo ich mich sehr darauf freue, ist, dass ich nächste Woche eine Straßenmusikertour durch ganz Deutschland mache, was so ein persönlicher Traum von mir immer gewesen ist, das mal zu machen, so ein bisschen zu meinen Teenagerjahren zurückzugehen und tatsächlich mal ganz Deutschland, weil mein Videograf auch mitkommt, ein Kumpel aus mir aus München, Kumpel von mir aus München, der mich begleitet videografisch. Wir werden auch zu vielen Radiostationen gehen, dort Interviews filmen, das alles auf meinem Instagram-Account zeigen und dokumentieren. Und genau, das ist so ziemlich intensives Programm nächste Woche. Das wird vom 29.01. bis zum 4.02. der Fall sein und wird dann bis vor dem Vorentscheid die ganze Zeit auch gepostet werden. Und ja, da freue ich mich sehr drauf und das ist auch ganz gut, weil dann denkt man nicht so viel über Nervosität nach, über den Auftritt generell. Man ist einfach nur fokussiert und so gehe ich da nicht ran, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja, sagst du es gerade hier, Social Media Kanäle, da denke ich mal, bist du auch präsent. Wo findet man dich denn da, wenn jetzt jemand da wirklich vielleicht noch ein bisschen mehr über dich erfahren möchte? Auf jeden Fall, super gerne. Das ist nämlich auch die Geschichte, warum die ich gerade erzählt hatte, dass ich 99 Songs geschrieben habe, bevor ich meinen ersten rausgebracht habe. Und so habe ich meinen Instagram-Namen dann auch genannt. Und zwar 99 ausgeschrieben, wie die Zahl 99. NINETY, NINE und dann Punkt und dann Songs einfach nur, wie der Song, nur mit dem S hinten dran. Also 99.Songs auf TikTok, auf Instagram, eigentlich fast überall, auf jeden Fall. Okay, YouTube, Facebook, also Sachen. das machen wir doch nachher gleich mal, beziehungsweise ja, wenn wir fertig sind, dann Wenn wir melden wir fertig uns, sind, ne? genau. Genau. Auf So machen jeden wir Fall. das. Wenn es jetzt nach der Eurovision Song Contest sozusagen vorbei ist, was sind darüber hinaus deine Pläne? Wie wird es weitergehen mit der Musik? Ja, ich, auf jeden Fall, ich habe tatsächlich gerade eine ganz, ganz tolle Sache in der Pipeline, wo ich sehr glücklich und worauf ich sehr stolz bin. Und zwar, ich weiß noch gar nicht, ob ich da so richtig drüber reden kann, aber deswegen sage ich nicht ihren Namen, aber es ist eine tatsächlich eine Frau, die den ESC schon mal gewonnen hat und eine ganz, ganz tolle Sängerin, die für die ich einen Song geschrieben habe. Und da werden wir jetzt in die Produktion reingehen und ich habe die große Ehre, sie aufzunehmen nächste Woche und werde mich dann nach dem Auftritt damit beschäftigen. Auf jeden Fall. Ich wünschte, ich könnte es offiziell sagen, aber es ist leider noch nicht ganz raus. Aber so viel kann ich verraten. Und jetzt sehe ich gerade, du hast mir schon gefolgt. Vielen, vielen Dank. Genau, und habe sonst noch ein anderes Album für einen anderen Künstler, das ich produziere und kann es echt kaum erwarten, auch tatsächlich selber wieder, was ich sowieso jeden Tag mache, neue Songs zu schreiben und zu performen und auf eine kleine Tour zu gehen in Deutschland. Das wird alles ziemlich viele Highlights dieses Jahr. Und das Jahr hat ja gerade erst angefangen und fängt sehr schön Richtig, an. Auf jeden ist Fall. ja noch relativ frisch, genau. Wie kommen Genau, so, Entschuldigung. kein Problem. Der Mann ist wichtig, da kommt schon der nächste große Auftrag, ne? Das hast du jetzt gesagt. Wie entstehen denn deine Songs so grundsätzlich denn? Kommen deine Ideen, wie fließen die bei dir ein? Ich glaube, es ist so, dass ich tatsächlich jeden Tag, ich schreibe eigentlich über Sachen, die mir persönlich passieren. Also es kann alles sein, irgendwie ein Satz, der irgendwer sagt, in meiner Gegenwart, eine Sache, die mir passiert. Meistens sind es persönliche Geschichten, die in meinem Leben halt passieren, die sich dann verarbeitet werden, auf 1000 Notizen im Handy aufgeschrieben wird und dann dementsprechend in eine Sprachmemo gepackt wird, aufgenommen, egal wo ich bin, in der U-Bahn, ob in der Sauna, wo auch immer. Es werden Ideen immer gesammelt, jeden Tag eigentlich. Und dann, genau, gehe ich ins Studio und versuche irgendwie dieses Gefühl, was ich in dem Moment hatte,
nachzumalen musikalisch. Und genau, gehe so eigentlich an jeden Song gleich ran. Dass ich irgendwie so authentisch sein, so natürlich sein, eine Geschichte erzählen, die hoffentlich was mit den Menschen macht. Wunderbar, sehr schön. Ja, ich habe jetzt gerade noch gesehen, so rechts neben dir, hinter dir ist irgendwie eine Gitarre zu sehen. Ja, da ist eine E-Gitarre auf jeden Fall. Eine Nee, du meinst so. E-Gitarre, keine akustische? Ja, genau. Ich habe auch eine akustische da auf jeden Fall. Wieso denn? Da war jetzt, wie gesagt, das ist jetzt dann ein kleiner Überfall. Ob du vielleicht doch vielleicht noch zwei, drei Takte von deinem ESC-Song anstimmen Ja kannst. klar, natürlich. Dann hole ich kurz mal die Akustikgitarre. Ich weiß nicht, ob die Genau, gestimmt ist, genau. aber ich schau mal. Bin gleich wieder da. Jawohl. Kleiner Umbau, liebe Freunde. Und dann wird uns Daniel, also 99, noch ein paar Genau. Takte mal anspielen. Warte, ich kurz hier, ich stimme die mal ganz schnell. Genau. Die ist ein bisschen Ich hoffe, das verstimmt. klingt in Ordnung. Ja. Bitte? Ein bisschen verstimmt ist er, ja. Ja. Ein bisschen verstimmt ist sie auf jeden Fall. Sonst spiele ich immer gerne mit der E-Gitarre, weil tatsächlich, was ich gerade die letzten Tage gemacht habe, worauf ich auch sehr, sehr stolz bin, ist, wenn ihr nämlich den Song hört, in der offiziellen Version auf Spotify oder auf Apple Music oder wo auch immer ihr streamt, da ist einfach nur der Song so zu hören, wie er jetzt auch in der Radioversion ist. Das heißt, ohne einen Special Effekt, den ich mir nämlich noch überlegt habe für die Show, Okay. weil es ist, der Song ist nämlich nur 2 Minuten 20 lang und da dachte ich mir, es wäre schade, wenn der Song 3 Minuten lang sein darf. Warum nutzen wir nicht noch ein bisschen die Zeit? Und da habe ich tatsächlich ein Gitarrensolo eingezockt. Und Okay. deswegen habe ich hier halt irgendwie auf dem Sofa die letzten Tage irgendwie gesessen mit meiner E-Gitarre hier und habe mir wirklich überlegt, dass, weil wenn man Gitarrensolo macht, muss es auch echt gut sein. Und da bin ich sehr happy drüber und das wird die große Überraschung eigentlich an dem Abend sein, die ich jetzt hier einfach schon mal gespoilert habe. Also für die paar, die Zuschauer, erstmal vielen Dank, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, euch den Song gleich zu zeigen und kleines Geschenk an euch, es wird ein fettes Gitarrensolo geben. Ich hoffe, euch gefällt's. Und genau, soll ich mal den Song akustisch anhauen hier? Ja, paar Takte einfach nur. Muss jetzt nicht Ja, komplett so voller machen Länge wir's. sein, ne? Cool. So machen wir das. Bitte. Loving is easy if I'm looking at you. Love is so free, even though I'd love to get you diamonds. I got less than a diamond. I don't play in your ballpark, cause where I come from, all I could offer is love in one song. I know that it's not a lot, but yes, I'm full of love and an empty bank account. Got no car, no cash to take you out. Only love on the discount. Got my love on the budget. What I got, I'll give to you. It's what I'll do. Girl, we love it. If you make my wish come true, dream of you. So just imagine with me the life we could lead you and me. Got my love on the budget, even if you heard that song a million times. So weit erstmal dazu. Jawohl. So, und dann richtig, genau. Gab Applaus, genau. Es ist, Wunderbar. Super vielen Dank, toll. es ist noch früh Ja. am Morgen. Der erste Kaffee auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, also dann würde ich schon sagen, sind wir fast schon wieder erstmal am Ende hier mit unserem kleinen Präsentation. Hat sehr viel Spaß gemacht und Das fand ich auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. bitte, bitte gerne. Und wir machen gerne mal wieder eine Fortsetzung, sobald es wieder neue Musik von dir gibt. Darüber hinaus über den ESC, ne? Gerne. Vielen Dank, vielen, Ja. vielen Dank. Und wie Das machen wir. gesagt, dann nochmal dir jetzt alles, alles Gute und viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Mensch, lasst es dir gut gehen, lasst es euch gut gehen und vielen Dank fürs Zuschauen. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.